Hallo ihr Lieben, ich hoffe, euch geht's allen gut. Ostern steht ja jetzt bald vor der Tür und ich dachte mir, ich zeige euch heute mal drei verschiedene Verpackungsvarianten für kleine Ostergoodies zum schnellen Nachbasteln und damit ganz viel Spaß bei dem Video. Bei der ersten Variante möchte ich einen kleinen Schokohasen schön verpacken und dafür schneide ich mir als erstes ein Rechteck mit den Maßen 7 cm x 16,5 cm zurecht und falze es mir einmal bei 9 cm, bei 11,5 cm, bei 13 cm und bei 15,5 cm. Wem das hier im Video jetzt mit den Maßen zu schnell geht, kann gerne mal in die Infobox gucken. Dort habe ich euch zum Nachschlagen bzw. zum Herunterladen eine PDF-Datei erstellt. Die könnt ihr euch, wie gesagt, kostenlos runterladen und dann nochmal alle Maße nachschlagen bzw. ja, euch das nochmal genauer in Ruhe angucken, wie ihr was wo wegschneiden oder falzen müsst. Wir brauchen jetzt aber auf jeden Fall auch noch ein ausgeschnittenes Rechteck in dem vorletzten Falzfeld sozusagen von unserem Stück Papier. Ihr müsst hier jetzt natürlich erstmal gucken, was ihr da hineinstellen wollt. Also das heißt, in meinem Fall der Schokohase, müsst ihr jetzt mal abmessen, wie breit ihr das Ganze ausschneiden müsst. Mein Rechteck hat hier ungefähr die Maße 4x2 cm und ausgeschnitten habe ich das Ganze vorsichtig mit einem Lineal und einem Cuttermesser. Anschließend kann jetzt auch schon die Verzierung drauf. Hier könnt ihr natürlich eurer Fantasie freien Lauf lassen. Ich habe hier zum Beispiel den Zaun aus dem Ephemera Park von meiner neuen Papierkollektion verwendet und mir mit einer Grasstanze von Cutties oder Cuties oder wie immer die sich nennen, noch eine Bordüre ausgestanzt. Ich werde euch aber eine vollständige Materialliste auch in die Infobox packen. Also wenn ihr da etwas nachschlagen oder genauer wissen wollt, einfach mal in die Infobox gucken. Auf jeden Fall kleben wir unsere Verpackung jetzt noch an der Klebelasche zusammen und setzen mit einem Streifen Klebeband auch unseren Schokohasen hinein, damit der nicht herausfallen kann. Und fertig ist damit auch schon unsere Oster-Goodie-Geschenkverpackung Numero Uno. Die Variante 2 wird jetzt ein bisschen aufwendiger, aber dafür ist das Endergebnis allerdings auch wirkungsvoller, wie ich finde. Und zwar basteln wir eine kleine Explosion-Box oder Explosionsbox, wo sich in der Mitte ein kleines Osterei befindet. Zunächst einmal brauchen wir ein Rechteck mit den Maßen 22,5 x 6,5 cm und falzen es einmal bei 8 cm und einmal bei 14,5 cm. Dann braucht ihr zwei Rechtecke mit den Maßen 9 cm x 6,5 cm, wo ihr euch jeweils eine 1 cm breite Klebelasche abtrennt. Mit Klebstoff setzt ihr die Einzelteile jetzt nur noch kreuzförmig zusammen und damit ist unsere Basis sozusagen oder Teil 1 unserer Basis erstmal soweit fertig. Jetzt kommt noch das Podest, wo dann das Osterei rein soll. Dafür nehmen wir ein Rechteck mit den Maßen 12 x 12 cm und falzen es auf allen vier Seiten jeweils bei 1 cm und bei 3 cm. Und die dabei entstehenden Ecken werden dann entsprechend der Vorlage einfach abgeschnitten. Passt nur auf, dass ihr die Klebelaschen noch übrig lasst bzw. die nicht aus Versehen mit abschneidet. Wie gesagt, schaut euch einfach die Vorlage in Ruhe an. Ich denke, dann ist das sofort klar, wo ihr was wegschneiden müsst. Auf jeden Fall brauchen wir jetzt in der Mitte noch eine Kreisaussparung. Hier ist es jetzt natürlich hilfreich, wenn ihr einen Plotter oder eine Kreisstanze habt, die ihr hierfür verwenden könnt. Wenn ihr das jetzt aber nicht habt, könnt ihr euch auch einfach einen Zirkel nehmen, euch den Kreis damit vorzeichnen und dann vorsichtig, entweder mit einem Cutter oder wahrscheinlich ist es mit einer Schere einfacher, den Kreis dann ausschneiden. Die Lochgröße müsst ihr natürlich eurem Ei entsprechend anpassen. Ich habe jetzt hier für das Ü-Ei einen Kreisdurchmesser von ca. 4 cm gewählt. An den Klebelaschen wird das Podest jetzt einfach nur zusammengeklebt und anschließend auch in der Mitte von unserer kreuzförmigen Basis befestigt. Zum Schluss basteln wir schließlich noch den Deckel, der unsere Explosionsbox zusammenhalten soll. Dafür nehmen wir jetzt ein Rechteck mit den Maßen 10,7 x 10,7 cm und falzen es auf allen vier Seiten jeweils einmal bei 2 cm. Die Ecken werden jetzt wieder abgeschnitten bzw. Klebeflächen draus gemacht und anschließend an den Klebeflächen auch zusammengeklebt. Wenn ihr die Schritte jetzt soweit nachgebastelt habt, könnt ihr an dieser Stelle mal testen, ob der Deckel wirklich passt. Wie ihr vielleicht gemerkt habt, ist das Rechteck mit 10,7 cm ein bisschen doof abzumessen, sage ich mal. Aber das ist einfach, damit ihr noch genug Puffer habt,
dass ihr den Deckel auch bequem noch drauf stülpen könnt auf eure Explosionsbox. Aber andererseits soll es natürlich auch nicht zu locker sitzen. Also das heißt, wenn ihr jetzt noch dickeres Papier benutzt als ich jetzt hier in dem Video, dann rechnet vielleicht doch nochmal 1 bis 2 mm Spielraum mehr dazu. Ja, und damit ist die Basis der Box auch schon fertig. Jetzt kann die Deko dran. Hier gilt natürlich auch wieder, lasst eurer Fantasie einfach freien Lauf. Schaut, was ihr zu Hause habt. Schaut, worauf ihr Lust habt, wie ihr das Ganze gestalten möchtet. Wenn ihr das Geschenk sehr persönlich gestalten möchtet, könnt ihr zum Beispiel auch kleine Fotos als Andenken mit draufkleben. Ich bin mir sicher, dass sich der Empfänger darüber auch sehr freuen wird. Die dritte und für heute letzte Variante ist eine kleine Box mit einem Häschen als Verschlussmechanismus. Hier könnt ihr jetzt 2 verschiedene Wege gehen. Für alle Plotter-Besitzer habe ich in der Infobox euch auch die Plotter-Datei zu der Box für euch zum Runterladen reingepackt. Alle anderen können einfach die PDF-Datei herunterladen. Da ist die Box auch nochmal drauf. Die könnt ihr euch dann einfach auf dickerem Cardstock ausdrucken und mit der Schere vorsichtig ausschneiden. Das ist jetzt zwar nicht ganz so bequem und schnell wie die Variante mit dem Plotter, aber die Outlines der Box sind nicht sonderlich kompliziert. Von daher denke ich, solltet ihr das trotzdem eigentlich ganz gut hinbekommen können. Und ich denke, wie man die Box jetzt noch zusammensetzt, ist relativ selbsterklärend. Ein kleiner Hinweis noch an die Plotter-Besitzer. Denkt nur dran, dass ihr die Falzlinien entsprechend auch auf Falzen bzw. auf Perforieren einstellt, weil die sollen ja nicht mitgeschnitten werden, sondern das sollen ja wirklich nur Knickhilfen sein. Also das heißt, wenn ihr das nicht mit eurem Plotter umsetzen könnt, dann löscht diese Linien einfach am besten aus der Vorlage heraus und falzt es dort an den Stellen einfach per Hand nach. Ja, wie ihr seht, habe ich meinem kleinen Häschen noch mit einem Stift ein kleines Kawaii-Gesicht aufgemalt und die Box noch fix beklebt. Und damit ist jetzt auch meine dritte Variante einer kleinen Goodie-Geschenkverpackung für Ostern fertig geworden. Ihr Lieben, das waren meine 3 Ideen, wie ihr kleine Goodies zu Ostern hübsch verpacken und verschenken könnt. Ich hoffe, euch hat die kleine Anregung gefallen. Wie schon erwähnt, findet ihr in der Infobox als Download-Link einmal die PDF-Vorlage bzw. auch die Plotter-Vorlage für die Plotter-Besitzer unter euch. Und ihr findet in der Infobox auch eine vollständige Auflistung aller verwendeten Materialien und Werkzeuge, falls ihr davon etwas nachschlagen möchtet. Damit wünsche ich euch vorab einfach schon mal wunderschöne Osterfeiertage und hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Video oder im nächsten Livestream wieder. Bis dahin, seid kreativ und macht's gut, ihr Lieben. Tschüss!